Good morning! Willkommen zu einem weiteren Tag in New York City. Wir sind hier gerade beim 9/11 Memorial, weil wir sind auf dem Weg zu einer Blow-Dry-Bar. Das heißt, wir bekommen erstmal unser Haar gewaschen und geföhnt. Weil wir, oder ich vor allem, zu faul bin, meine Haare zu waschen. Ihr kennt mich. Es würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und wäre im Endergebnis nicht annähernd so gut, wie als wäre es vom Friseur professionell gemacht. Deswegen habe ich Nora überzeugt, dass sie es auch mal ausprobiert. Und ja, wir freuen uns drauf. Und dann haben wir heute Rest Day. Als nächstes wollen wir mal einen Foodspot auskundschaften. Mal schauen, was es geben wird. Bleibt gespannt. Wir freuen uns auf einen coolen Tag. Let's go. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Erstmal ein Capo auf die Hand. Wie gestern mit Sugar-Free Vanilla Sirup und Fat-Free Milk. To medium. And with Sugar-Free Vanilla Sirup, please. Jetzt aber schnell. What's your choice? Gute Frage. Vielleicht gehe ich für den Cosmo-Teil. Ein bisschen lockig, aber nicht. Den kann ich mir gut vorstellen. Okay. Mhm. Gibt erstmal eine Cracker. Ganz große Empfehlung, Leute. For you. Okay, wow, wie sieht die bitte aus? Wie wunderschön sieht die bitte. Ich bin auch under construction, aber ich habe das Gefühl, es wird auch sehr nett. Sehr nett. Mega. Happy. Erstmal draußen Pictures machen. Hi! Haare sind fresh. Der Wind ist zwar nicht so vorteilhaft für uns gerade, aber wir freuen uns selber. Geile Haare. Ich habe ein paar Picks gemacht. Auto-Tree heute auch eigentlich. Und jetzt, liebe Freunde, laufen wir in eine Ramen-Bar. Nee. Manu, unser Ramen hat geschlossen, wo wir hin wollten. Aber wir haben noch ein zweites. Voll weit weg von hier. Nee, das war relativ dicht. Wir haben es zum zweiten Misoya Ramen geschafft. Der erste war leider geschlossen, der zweite hat offensichtlich offen. Halbe Stunde Walk. Super, ein bisschen was verbrannt. Super, jetzt können wir die doppelte Portion essen. Wir freuen uns sehr auf Ramen. Wenn ihr Ramen nicht kennt, ist quasi so eine Suppe mit Schweinefleisch meistens drin. Kann man bestimmt noch vegetarisch nehmen, mal schauen. Mit Eis auch häufig drin, Gemüse, Reisnudeln und sehr würzig. Ist vietnamesisch, auf jeden Fall irgendwas Asiatisches. Wir haben beide sehr, sehr Bock auf eine Wärme von innen. Und ja, lass uns mal reingehen und schauen, was es da so gibt. Okay, es ist ein sehr kleiner und dunkler Laden. Nicht viel besucht. Keine Ahnung, es ist total crazy, die Atmosphäre hier drin. Ich freue mich voll. Man hat hier direkt schon mal so eine... Hat direkt schon mal so einen Löffel, mit dem du die Suppe so schlürfen kannst. Und natürlich Stäbchen für die festen Teile in der Suppe. Müde? Ja, nee, eigentlich gar nicht. Ich freue mich sehr aufs Essen. Es ist ein bisschen kalt, es ist halt sehr windig. Ja. Und deswegen bin ich einfach nur halb auf die Suppe. Ist nicht viel gelaufen, ne? Ja, einiges. Lass ich mal gucken, wie viel. Noch nicht so viel, wie wir denken. Zehn vielleicht? Nicht mal zehn? 8.100. Auch gestern schon. Ich hätte doch schwören können, dass wir schon mindestens 20.000 haben. Wir so 14, 15.000. Und dann hatten am Ende des Tages 19 und 18, ne? 18. Naja. Ich habe heute Morgen auch schon Cardio gemacht. Das zählt auch schon rein. Halbe Stunde. Hab auch sogar gut geschwitzt, tatsächlich.
Und ja, die Suppe, die wird jetzt, glaube ich, wirklich sehr gut tun. Ich fühle mich, ich werde nicht auch krank. Meine Augen fühlen sich ein bisschen krank hier an. Aber ich glaube, es könnte auch der Wind sein. Es ist der Wind. Morgen werden Beine gesmashed mit deiner guten Miso-Fuel. Und ich bin gespannt, was wir heute noch so zu essen finden. Ich habe sehr Bock auf dieses Pastrami-Sandwich, aber Nora ist nicht so überzeugt. Aber ich weiß, dass sie irgendwann noch überzeugt sein wird. Jule kann sehr überzeugend sein. Das stimmt. Ja, zur Not esse ich eine Hälfte und du beißt einmal ab und dann nehmen wir den Rest mit. Das ist ein Plan. Bagel wollten wir noch essen. Oh ja, Bagel, ja. Das hatten wir noch auf unserer To-Do-Liste. Donuts. Donatur steht für morgen an. Ja, Donatur. Stay schaut tuned. Schaut morgen rein. Ja. Das wird auf jeden Fall grandios. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Wir haben ein Ei. Wir haben Kartoffeln hier. Ich glaube, du musst zuerst die Suppe probieren. Das will ich auch. Mega geil. Wie schmeckt? Kann ich nicht beschreiben. Schmeckt so wenig, weil ich krank bin. Aber super würzig. Richtig geil. Hast du schon mal Ramen gegessen? Ja, in Birmingham mit Stefan. Aber das sah deutlich nicht so krass aus. Wir haben auch extra Veggies genommen. Ich denke, es ist ein bisschen schwer, die Suppe alleine. Okay, Leute. Chias Ramen New York. Ist gut, ne? Mit Soja. Sehr würzig. Und halt wie eine Miso, eine sehr salzige Miso. Schon fettig, aber nicht zu fettig, sondern genau richtig, dass es noch erfrischend ist. Jetzt probiere ich noch einmal das Pork. Ich weiß gar nicht, was ist das hier? Ingwer? Nee, das ist eine Kartoffel. Oh. Fried Potato. Und das ist hier, glaube ich, Pork. Nee, was ist ein Pork? Das müsste unten drin sein irgendwo. Okay, wow. Okay, das ist eine fette Portion. Wie war das hier? Whatever das ist. Das könnte Fleisch sein, das habe ich nicht. Mehr so. Wie eine Pasta. Wir forschen uns mal hier durch. Ich glaube, das ist das Pork. Mmh, wow, das ist richtig soft, das ist gar kein viel Fleisch dran. Mehr so ein Brei. Wow, Leute, der Ramen war einschläfernd. Da drin war es so dunkel und wir haben dann noch ein bisschen gechillt, Stories gemacht. Also, Fazit, es war sehr lecker. Das bisschen Fleisch, das ihr eben gesehen habt, war auch ein bisschen Fleisch. Es waren so maximal 20 Gramm irgendwie so ganz weiches Fleisch. Es war nicht fest, es war nicht mal Hack, sondern ich kann es gar nicht beschreiben, so ganz weiches Hack. War sehr lecker, das, was ich hatte, aber man konnte auch, das habe ich noch überlegt, man konnte auch noch so frittiertes Schweinefleisch oben drauf als Topping nehmen, aber das war mir dann irgendwie zu viel. Ja, deswegen Proteins nicht vorhanden mal wieder. Ein Ei hatten wir ein halbes, aber halb so wild. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem nächsten Stop und das werdet ihr gleich sehen, wo wir hingehen. Welchen Teil sind wir denn jetzt gerade eigentlich? Vor zu den Sachen. Die müssten Soho oder Italy irgendwie sowas in YouTube sein. Soho. Denn wir sind auf der Suche nach Ice Cream. Und wir haben ja von euch so viele Empfehlungen bekommen. Erstmal danke an dieser Stelle, dass ihr euch so die Mühe gemacht habt, um uns so viele Empfehlungen zu geben. Richtig geil. Wir vertrauen euch auch mal zu 100%. Chicken and Fries klingt auch geil. Ja, ja. Es gibt so viele krasse Foodspots hier. Und deswegen gehen wir jetzt zu Ample Hills Creamery. Wir haben es gerade nochmal geinstagrammt. 84.000 Follower. Und wir kriegen einen Blue Badge. Das heißt, es muss geil sein. Und wir haben auch eine Sortenempfehlung bekommen. Sorte Ui Gui. Alright, machen wir. Hier riecht es überall nach Gras, aber wir rauchen nicht, Leute. Ne? Nur mal so, dass wir das nochmal jetzt angesprochen haben an der Stelle. Okay, wow. Heavy? Genau. Ich habe hier gerade schon mal gebissen, aber jetzt ist your turn. Das heißt, sehr karamellig. Fruchtig, karamellig, finde ich geil. Sehr apfelig. Könnte ein bisschen süßer sein, finde ich. Mhm. So ein Ticken mehr. Ich finde, ein bisschen war Schokolade könnte noch da rein. Wir nähern uns Little Italy. Bin sehr gespannt, was es dort gibt. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bock auf Vino. Du auch? Shoppen. Und eigentlich wollten wir eine Bustour machen, aber wir sind gerade schon wieder auf dem Weg zu unserem Apartment.
Luisi. Eine Luisi Mini Dark. Wir müssen nämlich zugeben, wir haben ein bisschen Süßigkeiten geshoppt, weil... Ja, weil... Weil wir sind in der Off-Season, wir sind in New York. Was hast du gesagt mal? Ein Tag im Defizit ist ein verlorener Tag? Ich bezweifle zwar, dass wir heute im Defizit waren, aber man kann es ja mal probieren, sich einzureden. Naja, no matter what, wir genießen jetzt hier einen Luisi Dark. Einmal verpackt. Echt? Ja. Ja? Wie anders, ne? Geil. Geil, geil, geil. Richtig geil. Ja. Wow. Wow. Oreos Birthday Cake oder M&M's mit Peanut Butter? Oh wow. Oh wow. Cremes mit Sprinkles. Geil? Anders? Ist anders? Oh, mega geil. Kann ich gar nicht beschreiben. Ein bisschen wie Flavin Tasty Birthday Cake. Wirklich? Wirklich. Okay, wow. Wirklich, ja. Flavin Tasty Birthday Cake. Viel besser als normale. Sieht das geil aus. Genauso wie es aussieht, schmeckt es auch. Wow. 170 Kalorien. Oh. Okay, let's go. Findest du die besser als mit Peanut? Ich finde die tausendmal besser als mit Peanut. Ich liebe Peanut Butter. Und deswegen, als ich, und ich liebe M&M's, und als ich gesehen habe, es gibt M&M's mit Peanut Butter, musste ich sie kaufen. Und die gab es auch irgendwann mal in Berlin, in irgendeinem Special Day von Edeka, glaube ich, wenn ich das sagen darf. Habe ich die gekauft. Ein Traum. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe dann damals gesagt, ich mag die mit Peanut, also mit einer festen Peanut lieber. Ich glaube, was ich an den M&M's so gern mag, ist die gelben, wo der Crunch innen drin ist. Die sind geil. Aber ich glaube, ich mag normale mit richtigen Peanuts lieber. Dann machen wir jetzt echt noch eine Cream of Rice. Ah, safe. Wir wollten noch eine Cream of Rice ausgeben. Reis. Cream of Reis. Oder eine Cream of Oats vielleicht eher. Und ich bin eine Cream of Rice. Wir haben neue Datteln gekauft, weil bisher die Dattelfront war nicht ganz so strong. Ich hab nichts toppt eine Soft-Dattel von Bella Plus. Kommt man nicht in Deutschland. Kommt man nicht in Deutschland. So, leider hier gerade ein bisschen overflutet. Das können wir nicht retten. Geil. Geil, geil, geil. Lass uns jetzt schmecken. Mit Tussie Plus. Ein bisschen Flavin Tasty. Oha, bei den Sachen. Wir haben gegessen, jetzt geht es nochmal in die City. Oder es ist schon 19 Uhr wieder. Wir haben einfach alles heute vercheckt, was man verchecken kann. Aber wir hätten aber trotzdem schön toll. Auch wenn wir jetzt nicht so das klassische Programm gemacht haben. Wir wollten. Die neben uns trinken gerade, vielleicht gehen wir uns auch ein Wein. Ich kann auch sehr dafür, dass wir uns ein Wein gönnen, oder? Schau dir an. Die glaube ich auch nicht, aber wir haben Bock. Ich hab Bock. Mal schauen, Leute. See you soon. Wir haben bei Apple geshoppt. Bei Apple bei Macy's. Nee, bei Macy's, genau. AirPods? Ich krieg hier neuen AirPods. Und mir gibt's ein neues Wristband für meine Apple Watch. Ich lieb's, weil ich will die jetzt mal endlich mal wieder aktivieren. Diejenigen, die Macy's nicht kennen, das ist quasi KDW, wie heißt es in Hamburg nochmal, Alsterhaus, sowas. Nur in New Yorkerisch. Das heißt, hier gibt's alles, auch Apple. Und wir strollen hier jetzt mal ein bisschen rum. Und ich bin irgendwie so fertig und so müde, das ist total weird. Vielleicht sollten wir uns einen Kaffee holen. Könnte man theoretisch überlegen. Könnte man theoretisch überlegen. Wir sind schon wieder in der Sweets-Abteilung gelandet, Leute. Das ist irgendwie heute nicht so. Nicht so kalorienarm mit uns heute. Das
passiert. Aber, lass mich mal schauen. Nee, ich glaube, die sind nicht so high. Nee, nicht so high, aber 18.774 haben wir schon. Ich sag doch, wir knacken heute noch die 20. Das ist unser Ziel. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen was nachlegen. Wir erstmal Schuhe an. Und die haben mich nicht losgelassen. Die sind schon geil. Ja. Ja. Oha, und die will ich zu meinem schwarzen Dress anziehen. Und ich habe mir heute ein schwarzes Dress gekauft. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch dann in Action. Gib mir noch Käse. Oh Leute. Wir haben solche Protein Cravings. Ja. Wir haben 22 Uhr, wollten noch Quark kaufen. Ich konnte nicht an diesem Hähnchenaufschnitt vorbeilaufen. Ja. Wir essen jetzt noch Quarkturm vielleicht. Kennst du schon? Ja, safe. Und dann gehen wir ab ins Bett, weil wir sind ultra durch heute. Wir sind beide ein bisschen Nauras Meerfränkel. Ich bin mir noch nicht sicher, ich hoffe nicht. Weil morgen ist Beintraining. Danke, dass ihr heute an diesem chaotischen Tag dabei wart. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um mehr zu erfahren, was bei uns noch so abgeht die nächsten Tage in New York City. Morgen nächste Woche krass. In Las Vegas. Ja, morgen wird krass. Ja. Nächste Woche in Las Vegas bin ich nicht dabei. Nicht so krass. Aber die nächsten Tage werden noch super mit Nora. Ja. Kanal abonnieren, Like da lassen, ganz viel Liebe da lassen. Bye.